Herzlich willkommen zum Gemüsepfand-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Jo, hallo Arti, hallo Jungs Gemüse. Ja, was schauen wir Und uns heute an? Das ist ich mal, habe was heute bist mal du, was was Thema von bringst? Welt mitgebracht. Und zwar gibt es ein Interview zwischen Wolfgang Büchner, dem Chef der Arche Berlin, und Emily Warnecke, sie ist vom Flüchtlingsrat Berlin. Und ja, die Arche hat ja gerade so ein bisschen Alarm geschlagen, dass da ein bisschen was aus dem Ruder läuft. Und ich bin mal gespannt, was Team offene Grenzen gegen Team offene Grenzen, aber langsam hier so, ja, sich gegeneinander argumentiert. Ja, War wieder als ein du guter meinst, deutscher hier, Satz. wir werden jetzt hier keine wirklich rechten Standpunkte erleben, sondern höchstens so ein Auslinken. Ich denke, ja. Ja, okay, ich bin gespannt. Gut, wir schauen einfach mal rein. Ich muss dazu sagen, ich selber bin jetzt mit dem Thema gar nicht so firm, deswegen bin ich gespannt. Ja. Auf geht's. 11-Jährige, die mit Messern herumlaufen, 13-jährige muslimische Mädchen, die plötzlich nicht mehr wiederkommen, weil sie zu Hause bleiben müssen, und Clans, die schon die Jüngsten kontrollieren. Diese Zustände herrschen im Kinder- und Jugendwerk Die Arche in Berlin. Die Konsequenz: man sei am Ende, das System sei kollabiert. Die Forderung: ein Aufnahmestopp für Asylbewerber, um sich ausreichend um die bereits. Sogar ein Stopp. Ich bin erschüttert. Also die Arche ist jetzt gesichert rechtsextrem. Wir brauchen die doch, die Leute. Ja, das ist. Digitaler Offenbar wird es selbst denen zu bunt, aber ich gehe sogar noch weiter. Ein Aufnahmestopp reicht halt überhaupt nicht. Also Rückführung, das ist Richtig. angesagt. Remigration. Es sind nun mal schon jetzt zu viele. Also, du wirst es ohne besser machen mit einem Stopp. Das Fass ist schon längst übergelaufen. Richtig, also selbst wenn jetzt alle draußen bleiben würden, ihr seid total überlastet, ihr könnt die nie integrieren, was immer das auch sein soll. Ja. Der Wohnungsmarkt ist auch noch lange belastet. Also so viele Wohnungen wirst du auch in den nächsten 10 Jahren nicht bauen können. Also gerade in Berlin, was da abgeht mit den Mietpreisen, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Also mein Mitleid mit jedem, der in einer großen Stadt wie Berlin nach einer Wohnung sucht, das ist wirklich Ohne grausam. Vitamin B keine Chance. Ja. Kommenden Menschen zu kümmern. Und über diese These möchte ich heute sprechen. Bei mir im Studio begrüße ich Wolfgang Büchner, den Sprecher der Arche Berlin, und Emily Barnickel vom Flüchtlingsrat Berlin. Herzlich willkommen, guten Abend und schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Herr Büchner, von Ihnen stammt diese Forderung, die ich gerade vorgelesen habe. Angesichts dieser aktuellen Situation, warum braucht es einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge? Wir sehen es etwas differenzierter. Wir haben 5.000 bis 6.000 Jugendliche mit Migrationshintergrund in unseren Archen. Sie gehen. Das heißt Migrationsgeschichte. Also ich glaube, der will seinen Posten nicht mehr lange haben. Ist das aktuelles Vokabular? Darf man nicht mehr Migrationshintergrund sagen oder was? Soweit ich weiß, heißt das Migrationsgeschichte jetzt. Ja. Aha, Weil ich sie ist glaube, das ist ja ziemlich richtig egal. und wichtig. Gefasst in bestimmten Stadtbezirken. In Berlin sind 60% der Flüchtlinge in drei Stadtbezirken. Das kann und darf nicht sein. Man muss sie besser verteilen. Viele dieser Kinder gehen auf Brennpunktschulen. Da sind sie zu 95% unter sich. Sie lernen die deutsche Sprache nicht. Ich habe heute mit einer Archeleiterin in Berlin-Hellersdorf gesprochen. Die hat mir gesagt, der Notendurchschnitt im Jugendbereich ist leider zurzeit 5,5. Die Kinder werden trotzdem versetzt. Das heißt, wir kümmern uns nicht um diese Kinder. Und das müssen wir machen. Es geht. Also ganz klassisches Auslinken. Wir machen Auf zu jeden wenig. Fall. Wir machen zu wenig, genau. Wir müssen wir deswegen stoppen, damit wir uns überhaupt noch um die kümmern können. Also, Denkt ja. doch mal Also, einer an die Kinder, Mensch. meine Sympathie hat der Mann schon mal nicht. Und die andere wahrscheinlich noch viel weniger. Wollte gerade sagen, die andere würde dich nicht überraschen. Oh je. Also, Also ich was kenn's hast auch du noch uns hier nicht, gebracht? aber Was hast du uns hier gebracht? Matt Ich vom kotze jetzt Matt schon. natürlich. Nicht an, dass diese Kinder in NGOs abgeschoben werden, dass die Politik sagt, ihr dürft alle kommen. Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Damit hatte ich den Eindruck, meinte sie die NGOs. Frau Baerbock sagt, sie dürfen alle kommen. Ich habe den Eindruck, sie meint die NGOs. Was wir machen müssen, und damit wollten wir und haben wir auch die Politik provoziert. Wir sagen, wenn wir diese Menschen holen, und da sind tolle Menschen drunter, Talente, Leute, die was machen. Wenn wir diese Menschen holen, ich dachte, die fliehen zu uns und werden gerettet, aber jetzt holen wir sie schon aktiv. Das ist ja interessant, ne? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Also, das ist so ein freudscher Verbrecher. Versprecher. Ein freudscher Verbrecher. Ja, ein Ja, freudscher auch. Versprecher. Ja, Er auch. das war an sich jetzt ein freudscher Versprecher. Ja. Ja. Wollen. Ich habe jetzt einen Jugendlichen getroffen, der hat sich beworben in einer Reinigung, weil das sein Traumberuf war. Das heißt, das sind alles potenzielle Kandidaten von Facharbeiterinnen und Wow, Fach. Reinigung. Also wir haben so wahnsinnig tolle Fachkräfte hier, die zu uns kommen. Cool. Leute für Reinigung. Wahnsinn. Die brauchen wir. Yay.
Zukunftsbranche Reinigung. Ja. Sachen mit dem Schlauch abspritzen. Ja. Yeah. Wow. Also das ist halt wahrscheinlich, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich aber das beste Beispiel, was ihm so eingefallen ist, weil er kann mir doch nichts erzählen. Er wird aus seinem Arbeitsalltag so wahnsinnig viele schlechte Beispiele auch sehen jeden Tag von Leuten, von Flüchtlingen, die sich völlig daneben benehmen, die überhaupt keinen Bock haben zu arbeiten, die ja. Ihre Wohnungen verwahrlosen lassen und dort Sachen zerstören. Und dann bringt er halt solche armseligen, positiven Beispiele wie jemanden, der irgendwo zu einer Reinigung geht. Also er neudeutsch kobt sich das zurecht. Er kauft sich das so nicht, genau so ist es. Arbeiterinnen und Facharbeiter und wir kümmern uns nicht. Was wir damit sagen wollten, es hat keinen Sinn, wenn schon 100 junge Menschen in einer Turnhalle leben, daraus 200 junge Menschen zu machen. Und hier haben wir die Politik kritisiert, hier haben wir polarisiert und haben gesagt, so, liebe Bundesregierung, wenn ihr sagt, ihr dürft alle kommen, dann kümmert euch auch um diese Kinder. Ansonsten habt den Mut zu sagen, wir machen einen Einreisestopp. Ja. So, und darauf. Also eine Obergrenze. Bei Null. Also das ist ja schlimmer, als die CSU mal gefordert hat. Ist es? Ja, die CSU wollte mal eine Obergrenze von, oh, schlag mich tot, 200.000 oder 500.000, irgendwas um den Dreh. Ah, tatsächlich, okay, das war mir gar nicht mehr so. Jedes Jahr, also das war, glaube ich, der Söder, der das mal gesagt hatte. Also so eine typische Söder-Luftblase schlussendlich. Auf jeden Fall, also ja, so eine Obergrenze. Und was machen sie dann, wenn der 200.000 und einste davor steht? Erschießen sie den dann? Ja, genau das. Aber das ist eine berechtigte Frage. Deswegen, da muss man knallhart schon bei Null sagen, nein. So, was sagt jetzt diese Frau? Der ganze Mimik widert mich schon an, ehrlich gesagt. Dass die Sachen, die sie kritisieren, alle soziale Aufgaben eines Staates sind und die betreffen alle Kinder und Jugendlichen und Notendurchschnitte und alle Dinge betreffen vor allem Bildungsarmut im Elternhaus. Wir reden auch von deutschen Kindern. Sowie finanzielle Armut in Elternhäusern. Auch die Deutschen, ja. Ja, die machen auch Probleme. Es ist so schlimm. Oh Gott. Und das heißt also, die Frage müsste hier eher sein, warum reden wir weiter über Schuldenbremse, warum wird arm... Bleiben jetzt aber bei dem Beispiel der Asylbewerber. Ja genau, warum also Menschen vorverurteilen, die noch nicht mal hier im Land sind und dann auch noch... Sie sind doch da, das ist doch genau der Punkt, sie sind ja, da. Ja, sie sind doch da, ja gut. Sie war die noch kommen könnten. Die also hat die noch kommen werden. Ja. Sie hat noch ganz Großes vor mit dem Land. Yeah. Zu sagen, die Menschen alle in eine homogene Gruppe zu packen, wo es doch eigentlich, wie Sie selber sagen, der differenzierte Blick auf Menschen braucht, um zu sehen, auch welche Potenziale und welche Schwierigkeiten Menschen mitbringen. Und davon hängt nämlich das Schicksal hier in Berlin maßgeblich ab. Ja, aber wir müssen diese Kinder auch fördern. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Es nützt nichts, wenn der Staat sagt, ihr durchkommt. Für mich ist das Allerschlimmste, sind die Brennpunktschulen. Wir könnten auch die Kinder mit Fluchterfahrung, auch die deutschen Kinder, die sich schwer tun, die aus komplizierten Familien kommen, so verteilen innerhalb einer Stadt, dass in jeder Klasse und in jeder Schule der gleiche Anteil verhaltenskreativer Kinder ist. Und das, was hat er gesagt? Verhaltenskreativer Kinder? Verhaltenskreativer Kinder? Sagt man das jetzt so? Alter Schwede. Geil. Also das ist dann mit dem Messer irgendwie besonders toll ritzen. Ja, ja, oder, besonders oder kreativ was, mit dem Messer. Ja, hat, und mit der Schreckschusspistole im Takt schießen oder so. Das genau. Ist dann. Er hat die anderen Mitschüler kreativ. Den merke ich mir, verhaltenskreativ. Er hat die Mitschüler kreativ zusammengeschlagen. Erst eine linke, dann eine rechte. Also es war eine schöne Kombination, sehr kreativ. Und wenn man die sich jetzt so anguckt vom Weiten, ist es fast so ein Gemälde aus blauer Farbe. So, weißt du, so ein Pünktchen-Gemälde. Die blauen Flecken dann, ja. Kreativer Kinder ist. Und das ist nicht im Moment. Wir sind mit einer Arche an einer Brennpunktschule in Berlin-Hellersdorf. Und da ist ein hoher Anteil eben auch von Kindern mit Fluchterfahrung. Wir haben eine Kita, oder wir bauen gerade in Berlin-Hellersdorf eine Kita, weil die Politik sagt, die Kinder der geflüchteten Familien brauchen keine Kita, weil die Eltern sind zu Hause. Wir bauen da eine Kita für 5,5 Millionen Euro mit Spendengeldern, nur weil die Politik hier versagt. Und wir als NGO, auch wir als Arche, wir brauchen dieses Jahr für unsere Arbeit 22 Millionen. Also da muss ich sagen, würde ich der Politik ja ein Stück weit recht geben. Ich meine, es gibt ja schon für Deutsche oftmals viel zu wenig Kita-Plätze. Und da, natürlich, wenn jetzt die Flüchtlinge keine Arbeit haben, den ganzen Tag zu Hause sind, dann haben die meiner Ansicht nach als Letzte einen Anspruch auf die Kita-Plätze, logisch. Also die, die tolle Kita, die ihr baut, könnte lieber den deutschen Kindern zugutekommen, bin ich der Meinung.
Er macht jetzt halt auch gerade hier so eine Battle-Veranstaltung draus. Wir brauchen 22.000 Euro Minimum, Millionen, Entschuldigung. Jedes Jahr, bitte, 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 gebt, gebt, gebt. Dann schaffen wir das auch. Also. Wahrscheinlich wird das sogar irgendwo der Grund sein für die ganze Causa hier, dass man sich da mal in Rage redet, um mehr Gelder zu bekommen. Ja. Arbeit 22 Millionen Euro, der Staat sagt, ihr bekommt nicht einen einzigen Cent und hier schreien wir um Hilfe und hier sagen wir der Politik, wenn, dann habt auch die Eier in der Hose und sagt deutlich und klar, wir machen einen Ausnahmestopp. Ich muss ganz kurz eingreifen, weil von Ihnen stammen ja auch diese Beschreibungen, was Sie sagen, 11-Jährige mit Messern, Clans, die vor der Tür stehen oder vor der Eiche stehen, 13-Jährige muslimische Mädchen, die plötzlich nicht mehr wiederkommen, weil sie zu Hause bleiben müssen. Und da, jetzt mal abgesehen vom Geld, zeigt sich ja noch ein anderes Problem. Dass es immer dieselbe Gruppe ist, ist das Problem. Das Problem ist, dass sich diese Leute so verhalten, wie sie es tun. Und du kannst die Leute ihr Verhalten nicht ändern. Das ist Schwachsinn. Die Leute sind so, wie sie sind. Also kannst du noch und nöcher irgendwelche Sozialarbeiter einstellen, irgendwelche sozialen Programme machen, mit denen Kampfsport trainieren, was weiß ich. Du, ich würde dir widersprechen, du kannst das ändern, wenn die Dimensionen anders sind. Also wenn es einer auf 100 ist, dann kannst du sowas abändern. Aber doch nicht, wenn 80 Neubürger auf 20 Einheimische kommen. Was willst du denn da abändern? Das ist doch gar keine, also verloren. Na gut. Ja gut, da könnten wir wahrscheinlich über Zahlen reden. Ich bin halt der Meinung, dass selbst, ja gut, bei einem von 100 vielleicht, weißt du was, den Punkt gebe ich dir. Also wenn die Zahlen wirklich ganz klein sind, dann kann man das machen. Aber so im großen Ganzen ist halt die kommen halt aus Kulturen, die uns völlig fremd sind. Richtig, und die benehmen sich halt auch entsprechend. Und das kannst du halt denen nicht aberziehen, weil die halt ihre Kultur mitbringen. Ja, und eben weil, wie du sagst, die auch in großen Massen kommen und da durch gar keinen Assimilationsdruck haben. Die können ja einfach unter sich bleiben. Ich würde es genauso machen. Und wenn ich jetzt auf einmal nach Syrien müsste und ganz viele andere Deutsche auch und da würden dann in Stadtteilen übelst viele Deutsche leben, ja, würde ich dann meine Freundin jetzt unter ein Kopftuch stecken? Ja. Oder würde ich da Syrisch lernen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde dort in meinem deutschen Viertel hocken und deutsche Gerichte essen und ganz nach Deutsch reden. Also logisch. Das, was er übrigens vorgeschlagen hatte am Anfang mit, wir müssen die dann, also es ist blöd, dass so viele in einer Klasse sind, wir müssten die auf die ganze Stadt verteilen. Selbst das funktioniert doch bei den Mengen schon nicht mehr. Dann hast du dann in Schulklassen 10 von den Leuten und 20 und das ist trotzdem schon eine beschissene Menge. Die Verhältnisse sind schon viel zu krass in Berlin. Auf jeden Fall. Handlung von Mädchen und Frauen. Holen wir uns da teilweise, nicht eine homogene Masse, nicht alle in einen Topf werfen, wirklich Frauen. Ja, nicht alle in einen Topf werfen. Frauenfeindliche und homophobe Weltansichten ans Land, ins Land? Nein, wir müssen doch ganz klar und deutlich sagen, und ich habe mit vielen dieser Jugendlichen gesprochen, wenn ein junger Mensch aus einer anderen Kultur kommt, muss er auch die deutsche Kultur kennenlernen. Was ist denn die deutsche Kultur für dich? Hm. Ach so. Bestimmt Schweigen. So, Team, es gibt keine deutsche Kultur. Ja. 12 Jahre. Ja, genau, die deutsche Kultur sind die 12 Jahre, um das erinnern daran. Geht ja nicht. Nein, natürlich nicht, weil sie unter sich häufig leben, in Masseneinrichtungen. Wir haben jetzt einer jungen Familie nach 8 Jahren in Hamburg eine Wohnung besorgt. Das passiert nicht und dann sind sie auch noch in den Schulen unter sich. Dann kommen sie zu uns in den Einrichtungen. Sie beklagen sich ja. Wir haben Mitarbeiterinnen, die gehen bis an ihre Grenzen, helfen ihnen in allen menschlichen Bereichen. Und ich habe gesagt, und das meine ich auch im Ernst, wir müssen uns um die jungen Leute kümmern, die jetzt hier sind. Und dann muss die Politik wirklich den Mut haben und sagen, wenn wir das nicht tun, wenn wir alles auf die NGOs abschieben, dann müssen wir auch den Mut haben zu sagen, jetzt ist erstmal Schluss und wir kümmern uns und helfen den Menschen. Was sind denn immer diese NGOs, die der eigentlich meint? Also wenn ich von NGOs rede, dann rede ich eigentlich immer von den Schlepperorganisationen. Also ja, Amnesty International. Ja, eine NGO, wie es scheint, diese Arsche. Ach so, alles klar. Okay, das war mir so gar nicht bewusst. Gut, danke. Tun. Also ich wollte gerne vorab nochmal auf diese Wörter holen, die Sie beide verwandt haben, eingehen, denn wir holen ja nicht in Wahrheit Menschen, sondern ehrlich gesagt, wir lassen sie vor der Tür stehen. Wir haben Bundesaufnahmeprogramm, über das groß gestritten wurde von ehemaligen Verbündeten und haben sage und schreibe 500 Menschen darüber legal hergeholt. Alle anderen Menschen müssen zu uns flüchten. Also ich finde. Nein, das ist falsch. Wir holen die zu uns. Also die Schlepperboote, diese Hilfsorganisationen, die tun ja wirklich vor der libyschen Küste dort die ganze Zeit langfahren, unmittelbar vor der libyschen Küste und warten dort, bis dann irgendein Flüchtlingsboot losfährt und ein Gummiboot, was sie einsammeln können. Und das ist nun mal abholen. Und also die fahren wirklich auch im Funkkontakt miteinander.
Die stehen sogar in Funkkontakt miteinander und die sind sogar in Sichtweite. Die sind in Sichtweite zum Land. Also die sehen schon, wenn einer losfährt. So nah sind die an der Grenze dort. Die holen die wirklich ab. Das ist nicht so, als würden die einfach zu uns kommen. Die holen die. Das hat er ganz richtig gesagt. Und was mich hier ankotzt bei ihr, wie war ihr Eingangsstatement? Sinngemäß, wir halten die Tür zu oder so? Oder wir lassen die nicht rein? Will die mich verarschen? Hier kommt ihr da rein. Also. Ja, klar. Das ist dreist. Junge, Junge. Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein falscher Narrativ. Und dann nochmal ein anderes Problem kommen, wirklich. Genau, und das brauchen, statistisch absolut. Hat das aber tatsächlich auch sehr viel mit den Chancen von Menschen dann hier in Deutschland zu tun. Mute ich ihnen traumatische Erfahrungen zu, mute ich ihnen Gewalt an Grenzen zu, dann kommen sie hier und sind schon wesentlich weniger fähig, überhaupt noch sozial resilient zu agieren, um jetzt mal im Sozialarbeitssprech zu bleiben. Und dann kritisieren sie ja ganz zu Recht die Massenunterbringung und die Segregation in Schulen. Aber das ist nichts, was geflüchtete Menschen zu verantworten haben oder Menschen das mit Migrationsgeschichte, sondern das ist eine Kontinuität in Deutschland, die immer, immer weitergeht. Dass immer nicht adäquat auf Situationen eingegangen wird, sondern dass dann immer wieder so ein Hochmoment eintritt. Und Menschen, lassen Sie uns konkret werden. Was soll die Politik konkret tun? Die Politik sollte sich konkret um die Kernthemen dieses Landes kümmern. Und das ist sozialer Wohnungsbau, das ist Kita-Platzmangel und das ist Schulplatzmangel. Und das trifft nicht nur geflüchtete Menschen, das trifft alle Menschen. Und dann noch zu sagen, dass ich in Berlin... Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Also die Politik soll sich auf die Kernthemen konzentrieren. Merkst du es denn nicht, dass diese Migrationspolitik eklatant diesen Kernthemen widerspricht und denen zuwiderläuft? Zum Beispiel jetzt Wohnungsbau, haben wir angesprochen. Wenn du immer mehr Leute ins Land holst, dann tust du ja das Thema Wohnungsbau noch viel krasser verschärfen. Also selbst wenn wir jetzt die Leute nicht ins Land holen würden, hast du in vielen Regionen, in vielen Regionen zu wenig Wohnungen. Also, und du machst es ja nur noch schlimmer. Das ist wirklich so ein... Das ist das Problem. Also, ich meine, mir ist ja klar, was die Leute wählen. Die Leute werden hier wählen, lass uns mal überlegen, die Linke, Grüne oder SPD, eine von den drei Parteien. Ist mir ganz höchstwahrscheinlich, klar. Ja. Ja, ja. Und was mich immer so unfassbar anstrengt an diesen Leuten, dass die nicht klar, naja, wie soll ich das sagen? Das klingt krass, aber nicht klar solche logischen Zusammenhänge durchdenken können. Also wenn ich das eine will, dass es an dem zuwiderläuft, da heißt dann nur, ja, die Politik soll das halt machen. Ja, die macht das schon irgendwie, als könnte die Musik alle, die Politik alles machen und Geld aus dem Nichts schaffen und da und dort reinstecken. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben halt in ihrer Vorstellung, wir beschmeißen das Problem einfach mit Geld und dann wird das schon. Ja, offensichtlich. Aber dass halt so ein Haus halt nicht in zwei Tagen gebaut ist, das erschließt sich niemanden von diesen Leuten. Ja. Und dass du Schulen und Lehrer auch nicht so einfach aus dem Boden stampfen kannst, auch nicht. Ist absolut weltfremd. In Berlin Großunterkünfte in Tegel am Rande der Stadt baue und mich dann gleichzeitig zu beschweren, dass Menschen ukrainischer Herkunft zu wenig im Arbeitsmarkt sind. Also da beißt sich irgendwann die Katze auch in den Schwanz. Und unser Gefühl ist viel eher, dass hier... Und bezeichnend auch, dass sie alles durcheinander wirft. Gerade war sie bei den Bootsflüchtlingen, jetzt ist sie bei ukrainischen Flüchtlingen und irgendwelchen Flughafenunterkünften. Also sie muss halt alles zusammenmengen und zusammenrühren, damit ein großer Elendscocktail und Mitleidscocktail rauskommt. Damit dann, ja, damit auch wieder nichts passiert. Ja. Szenarien kreiert werden, wo dann Träger wie Sie um Hilfe schreien, aber gar nicht in Wirklichkeit um Hilfe schreien wegen der Probleme, die geflüchtete Menschen machen, sondern wegen des absoluten Rückzugs des Sozialstaats. Das ist ja das, was wir sagen. Lassen Sie uns aber auch noch mal auf ein anderes Problem blicken, und das ist ein Problem. Herr Büscher, Sie haben es geschrieben, die Gewalt schon bei den Jüngsten. Gerade bei Jugendlichen ist die Hemmschwelle gesunken. Frau Barnicke, wie soll denn dann Hilfe aussehen, wenn die Helfer wirklich Sorge vor Übergriffen und Gewalt haben müssen? Also ich glaube, dieses Gewaltphänomen ist ebenfalls ein gesamtgesellschaftliches Statistik. Geil. Also, Tom und Arti haben mitgemessert. Jetzt wisst ihr's. Und ihr alle auch. Also, Junge. Man kann sich das doch nicht anhören, wie dies. Also wirklich, wenn Linke miteinander diskutieren, ist es herrlich. Das ist wirklich ein Bild für die Götter. Ja. Herrlich. Die Deutschen aber auch. Das will ich nochmal gesagt haben. Ist halt alles so, naja, wie soll ich sagen, so wie dressiert. Weißt du? Also,
Da geht so im Gehirn ein Schalter an. Moment, jetzt könnte es gegen die Flüchtlinge gehen. Aber auch die Deutschen ist dann so reflexhaft. Das hat was Reflexhaftes, das muss man dann sagen gleich noch. Also wenn, du musst mal wissen, wenn Mahmoud seine Ausbildung schafft mit gepampert durch 10 Sozialarbeiter, dann hat Mahmoud das geschafft. Wenn Mahmoud Mist macht, dann wegen der deutschen Gesellschaft und vor allem wegen der 10 Sozialarbeiter. Die haben nämlich Mitschuld. Quasi. Ganz klar. Das haben wir, brauchen mehr Hilfe, wir brauchen Sicherheit für genau, die Menschen. Genau, also deswegen einsetzen. Würde ich das kurz ausführen. Wenn Sie in Hellersdorf Arche-Standorte haben, ich komme aus dem Osten von Deutschland und Gewalt war schon immer ein Thema da, wo große Armut herrschte, egal welche Herkunft die Menschen hatten. Richtig. Und Gewalt trifft immer dort, wo Okay. Also, will Sie jetzt sagen, in Ostdeutschland gab es extrem mehr Gewalt, weil es nichts gab in der DDR? Das ist jetzt der Punkt? Die ist doch so alt wie wir, die hat das doch gar nicht, die hat die DDR doch gar nicht miterlebt. Ich glaube, naja, sie wird die in der BRD dann meinen, die neuen Bundesländer. So habe ich sie verstanden. Also, und ja. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich meine, gut, wir hatten ja nun mal auch so Phänomene wie halt so die Neonazis und so. Das hat auch viel tatsächlich mit wirtschaftlichen Gründen zu tun, bin ich der Meinung, weil hier wurde ja auch extrem viel abgebaut. Also als die DDR dann zu Ende war, wurden viele Betriebe aufgekauft und viel wurde auch ging einfach weg, weil man muss ja dazu sagen, die DDR-Wirtschaft, die war wirklich unwirtschaftlich wegen dieser ganzen Planwirtschaft. Ja. Also ich habe mal so eine Zahl gehört, dass die Produktivität der Unternehmen in der DDR irgendwie nur so 30% im Verglichen mit dem Westen war. Einfach ganz ehrlich, die Leute hatten ja gar keinen Anreiz, wenn die in der Fabrik waren, sich Mühe zu geben, weil den Job hast du sowieso gehabt und du hattest vor allem auch selten Aufstiegschancen. Also du hast deinen Job dein Leben lang gemacht und dann... Und der Plan wurde immer erfüllt. Ja, genau. Wurde es hingebogen. Und dass das dann zu, wenn das abgebaut wird, zu Unzufriedenheit und Gewalt führt, das gebe ich dir schon. Das okay. Gebe ich. Ja. Extreme Meinungen auftreten, ob das Rechtsextremismus ist oder Islamismus. Das heißt, ich darf nicht das tun, was die Stadt Berlin gerade tut, nämlich immer weiteren Sozialabbau, keine Hauptstadtzulage, keine Konkurrenzfähigkeit mit anderen Bundesländern, auch keine Konkurrenzfähigkeit bei der Lehrkräfteausbildung, sondern ich muss das Gegenteil machen. Ich muss die Demokratieförderprojekte hochfahren. Ich muss die Extremismusprävention hochfahren. Ich muss Aussteiger... Alter, Demokratieförderprojekte, was hat denn das Kohle jetzt damit Phasen. Zu tun? Ja. Gebt Kohle uns mehr Geld, ist einfach alles, was hier gerade raussprudelt. Was passiert denn deiner Meinung nach bei Demokratieförderprojekten? Also Demokratieförderprojekt, also jetzt mal ganz konkret, was macht ein Demokratieförderprojekt? Wie kann das jetzt zum Beispiel die Gewaltbereitschaft von irgendwelchen islamischen Leuten zurückdrehen? Also das ist mir einfach nicht klar. Ich meine ganz ehrlich, Demokratieförderprojekte, das ist doch einfach nur Projekte, linke Förderprojekte, also für linke Politik, das sind irgendwelche Gender-Themen und das geht doch völlig vorbei an diesen Gewaltfragen. Also wir haben es hier einfach mit einer anderen Kultur zu tun. Ja, die Linke hat halt keine Antwort, wie sie mit dieser archaischen muslimischen Kultur umgehen soll, um sie irgendwie einzuhegen. Ja, überhaupt nicht. Und das merkt kann man halt bei nichts anbieten. Überhaupt nicht, ja. Ganz tolle Leuchtturmprojekte mit auch natürlich Trägern wie Ihnen und anderen, die großartige Arbeit leisten, die natürlich eine Sicherheit brauchen. Und diese Sicherheit können wir nicht den zugewanderten Menschen zulasten, sondern die muss dieser Staat schaffen. Ja, Herr Büscher, löst das Ihre Probleme? Aber sie ist doch, warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen. Sie ist doch, Flüchtlingsrat Berlin, könnte auch eine NGO sein. Ich dachte, sie ist irgendwie direkt von Berlin irgendwie im Senatorenhaus oder irgend sowas. Naja, Flüchtlingsrat, ich weiß nicht, ist die nicht dann... In der Politik auch? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, da habe ich keine Ahnung. Ja. Gut, egal. Nein, das größte Problem sind ja Wohnungen. Unsere Kinder wohnen über Jahre hinweg in Sammeleinrichtungen. Und dann stellt sich ein Bundespräsident hin mit Vertretern der Wirtschaft und den Gewerkschaften und sagen, wir brauchen Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus dem Ausland, für die wir ja gar keine Wohnung haben. Dann werden die Flüchtlinge noch länger auf ihre Wohnung bleiben. Das fand ich eine ganz böse Sache. Er hat häufig über unsere Probleme gehört, aber sie haben es einfach nicht gelernt. Wir brauchen Wohnung für die jungen Menschen. Das sind alles potenzielle Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Wir haben jedes Jahr 50.000 bis 60.000 Schulabgänger von den Schulen, die ohne Abschluss von den Schulen gehen, die Was findest du da so lustig? Ich kann dir nicht ganz folgen.
Wir haben hier potenzielle Facharbeiter und dann sagt er im nächsten Satz, wir haben 50.000 bis 60.000 Schulabgänger, die ohne Abschluss von der Schule. Ja, okay, das stimmt. Das ist genau mein Humor. Er stellt sich halt echt vor, dass man aus diesen Leuten, die nicht mal die Schule schaffen, irgendwie Facharbeiter machen könnte. Also, wenn sie richtig wohnen täten. Ja. Und da komme ich wieder auf dieses scheiß Beispiel zurück, was der am Anfang gebracht hat, mit irgendeinem Typ, der was mit Reinigungen machen will. Also das ist dann sein Facharbeiter, den der sich vorstellt. Weil ganz ehrlich, so realistisch muss er ja schon sein. Ich meine, der sieht ja die Leute, der hat ja real mit denen zu tun. Du wirst jetzt aus denen keinen Programmierer oder Arzt oder irgendwas machen. Richtig, ja. Aber also du selbst kannst, wenn die Leute ranzwischen, die dann das Flüchtlingsheim sauber machen. Ja, yeah. Sowas. Dann ja verlottern lassen, muss man sagen, die wir nicht weiter unterstützen. Und ich stelle hier wirklich massive Vorwürfe an die Politik, die zu wenig tut. Und das meine ich auch mit der Provokation. Wenn sollte die Politik den Mut haben und sagen, wir nehmen keine mehr auf, wir kümmern uns zuerst einmal. Denkst du, sie wird auf den Punkt drauf eingehen, mit dem keine mehr aufnehmen? Er hat ihn jetzt ja schon, glaube ich, zum dritten Mal gebracht und sie hat immer noch nichts dazu gesagt. Nee, wird sie nicht. Ich meine, es geht ja auch nur noch eine Minute. Und die da sind. Und diesen Mut hat die Politik nicht. Es ist verlogen. Und es ist auch nicht möglich, diesen Mut zu haben. Es ist sowohl EU-rechtlich verboten, die Grenzen zu schließen, noch aus... Ja, geil. Okay, sie sagt's doch, ist ja super. Es ist EU-rechtlich verboten, die Grenzen zu schließen. Aha. Geil, also braucht man keine Grenzen mehr. Also, eigentlich ist eine Grenze doch dann völlig nutzlos, oder? Die EU hat Grenzen verboten, oder was? Was ist das denn? Also klar, wir haben Schengen-Abkommen, aber... Und wir haben, vor allem haben wir doch Dublin-Verträge und in denen steht doch sogar drin, also die Dublin-Regelungen. Dublin 3, Ja, die für die Zuschauer, die regeln halt genau das, die Migration. Und da steht auch zum Beispiel drin, dass eigentlich der erste EU-Staat, in dem ein Migrant ankommt, der ist dann verantwortlich für denjenigen. Klar, dann wurden halt noch weitere Abkommen getroffen, wie das aufgeteilt wird und so weiter, pipapo. Aber jetzt zu sagen, man darf die Grenzen nicht schließen, das ist doch sehr eigenartig. Also nichtsdestotrotz von Dublin 3, es gibt ja trotzdem EU-Außengrenzen und soweit ich mich erinnere, gibt es immer noch Frontex. Also theoretisch ist es machbar, die EU-Außengrenze zu sichern, dass gar keiner erst auf das EU-Gelände kommt und damit irgendeine Asylantragsbeauftragung sozusagen durchführen lassen muss. Aber es ist halt politisch nicht gewollt. Und ja, sie leitet hier einfach Fake News-mäßig so ein schönes Menschenrecht anscheinend draus ab, dass hier jeder rein kann. Ja, Wahnsinn. Und ich will da auch nochmal kurz an die Drei-Element-Lehre erinnern. Also das ist so eine, aus der Politikwissenschaft oder Gesellschaftswissenschaft, ein Thema, wann ist ein Staat ein Staat? Und ein Staat muss halt drei Elemente haben, um ein Staat zu sein. Er braucht halt ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. Dann ist er ein Staat. Und wenn du das Staatsgebiet nicht schützt, also wenn du nicht eine Grenze irgendwie bewachst, dann hast du ja kein Staatsgebiet. Weil dann hast du, und damit dann ist das nicht dein Staatsgebiet. Ja. Genau. Und dann bist du auch kein Staat. Also das kann ja hin und vorn nicht stimmen, was die sagt, die Frau. Wir gehen mal kurz zurück. Und hören uns das nochmal in voller Pracht an. Ja, bitte. Und zuerst einmal, um die da sind. Und diesen Mut hat die Politik nicht. Es ist verlogen. Und es ist auch nicht möglich, diesen Mut zu haben. Es ist sowohl EU-rechtlich verboten, die Grenzen zu schließen, noch aus innereuropäischer Verteilung. Also das ist keine Lösung, was Sie vorschlagen, sondern das ist, Sie lasten etwas Menschen an, die noch nicht mal hier waren, wo wir sagen, da hat die Politik versagt, was passieren muss. Okay, also sie stellt das einfach so in den Raum. Okay. Sie sagt einfach, das ist so. Ja. Interessant. Ist. Und es gibt diese Projekte zum Beispiel von Terre de Femme, die an Berliner Schulen unterwegs sind und die auch immer wieder sagen, das ist kein muslimisches Problem, dass Mädchen nicht mehr zur Schule dürfen. Das sind Deutsche und das sind Menschen aus patriarchalen Strukturen. Das sind Deutsch, ja. Wie lange kann sie sich das noch schönreden? Echt jetzt, wie kann man denn ernsthaft sagen, es ist natürlich kein muslimisches Problem, dass Mädchen nicht zur Schule dürfen. Natürlich. Also hast du das irgendwann mal gehört, dass eine deutsche Familie, selbst wenn es eine Asi-Familie ist, dass die den Jungen zur Schule schicken, aber das Mädchen nicht? Das ist ja völliger Schwachsinn. Das sind natürlich andere Kulturen, die so verfahren. Also ja, das habe ich auch nie gehört. Haben die halt einen deutschen Pass und damit sind es halt Deutsche, der klassische... Genau das wird sein. Das ist der klassische Zaubertrick, ja. Also die Assi-Familien, die ich gekannt habe, die waren froh, wenn die Kinder in der Schule sind, weil dann konnte man sich um die wichtigen Sachen kümmern, wie Assi-TV gucken. Ja, auf jeden Fall.
sozialen Strukturen und die haben wir überall auf der Welt. Wir sind, doch muss man sagen, dass da vielleicht doch ein anderes Frauen... Patriarchale Strukturen, sagt sie jetzt auch noch. Also, ich glaube, die spielt so ihr Bullshit-Bingo. Ja, die Kopf, beide, oder? Beide so, ehrlich zu sagen. Also sie haben linke Ideologie so krass gefressen. Ja. Kulturen herrscht, als wir es hierzulande propagieren und auch leben wollen. Wir sehen, es gibt keine schnelle Lösung auf dieses Problem und das wird uns auch noch begleiten. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie hierher gekommen sind. Dankeschön. Also die schnelle Lösung, in Anführungsstrichen, hat der Linke hier gehabt. Also der Linkssitzende. Ja, erstmal die Grenzen zu. Grenzen zu und dann sehen wir das. Das wäre erstmal die schnelle Lösung und die bessere Lösung wäre danach dann auch noch eine Rückführung, Remigration. Dass man illegale Migranten zurückschiebt in ihre Herkunftsländer. Also wie so eine biologische Zelle. Es kommen ein paar Sachen raus und es kommt nichts rein. Ja. Schön. Herr Büscher, danke schön. Ich danke auch. Ja, gut, Leute, das war der Beitrag. Euch hat dieser kleine Quickie gefallen. Ja, Welt TV, wie immer, mal für eine Überraschung gut. Ja. Ich versuche mir dann nochmal so vorzustellen, jetzt bei der, die da rechts gesessen hat, wie denn das Endziel aussieht. Also, weil eine richtige Lösung hat sie ja nicht, außer wir müssen so weiter wurschteln wie bisher, weil wir können da nichts machen. Naja, der ihr Endziel ist natürlich eine durchmischte Gesellschaft, würde ich meinen. Also ganz ehrlich, ich sehe da auch viel Selbsthass, also viel ethnischen Selbsthass. Man will halt alle Leute auf Teufel komm raus ins Land holen, damit Deutschland irgendwann nicht mehr deutsch ist. Damit halt, wenn du auf der Straße 100 Leuten begegnest, du nicht sagen kannst, Deutschland ist ein mehrheitlich weißes Land, sondern in Deutschland leben Leute aus der ganzen Welt. Das wird das Ziel sein. Ich unterstelle dir mal, dass sie tatsächlich den Leuten irgendwie helfen möchte trotzdem. Das ist ja in ihrer sozusagen böswillig ausgedrückt linken DNA verankert. Aber wie kann sie sich das denn glaubhaft einreden, dass wenn jetzt noch eine Milliarde Leute hier reinkommen täte, dass das irgendwie funktioniert, dass sie diesen Leuten hilft? Naja, und das ist... Das verstehe ich aber nicht. Ja, das Problem ist, da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, so weit können diese Leute gar nicht denken. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also diese Zusammenhänge, dass auch irgendwann jemand zu viel ist, das kommt denen nicht in den Sinn. Das sehen die nicht. Verstehst du? Ach so. Das sehen die wirklich nicht. Weil die, wenn die jetzt auf der Autobahn rumfahren, da gucken die nach links und rechts, und da sind überall Wälder und Wiesen. Da denken die sich, warum baut man denn hier nicht noch eine Stadt hin? Jetzt mal ohne Scherz. So denken diese Leute. Ja, ist ein Punkt, ja. Und ja, Geld genauso. Ist wirklich so, ja. Ja, und Geld genauso. Ja, Deutschland hat doch Geld. Also wir können doch jeden bisher bezahlen. Also wir leben doch in der ersten Welt. Klar muss das gehen. Also ohne Scheiß, die denken gar nicht in solchen Themen der Machbarkeit. Die sehen das gar nicht. Die sehen da gar keine Grenzen. So denken die gar nicht. Na gut, dann ist ja alles tutti frutti. Ja. Dann Augen zu und weitermachen. Nein, liebe Leute, wir behalten die Augen auf und ich würde sagen, irgendwann wird diese Frau bei Lidl an der Kasse sitzen. Hoffen wir es. Der Mann aber auch. Ja, der ist dann schon Rentner. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.